Da! Klasse, Rino! Zusammenfassung vom Spiel, schätze aus, es ging zum Schluss heiß her. Erste Halbzeit war es für mich definitiv kein Spitzenspiel. War ein langweiliges Spiel ohne wenige Ereignisse, außer den Sonntagsschuss, wo es da oben ins Eck reingeflogen ist. Und die Seite war, es war da zu wenig. Zweite Halbzeit, das Spiel dann immer mehr Fahrt aufgenommen, sage ich jetzt mal. Ist dann wirklich ein Spitzenspiel geworden, so ab der 60. Minute. Und ja, ein paar Chancen hatten die hinten raus, ein bisschen mehr. Und ich reg mich nur über die Gegentreffer auf, die waren echt unglücklich eigentlich, von aus dem Spiel raus. Zum Eichen standen heute vorne ab mit ein paar Möglichkeiten. Aber wir sind mit dem Punkt erstmal zufrieden, gehen weiter unseren Weg. Und es geht weiter, immer weiter. Gut, also die erste Halbzeit muss ich meiner Mannschaft wirklich ein Kompliment machen. Sie haben es taktisch wirklich sehr gut gemacht. Sie haben das umgesetzt, was wir denen vorgegeben haben. Aber auch zweite Halbzeit muss man sagen, klar, hat Almersbach da sehr gedrückt und hat auch, sag ich mal, die ein oder andere bessere Torchance gehabt. Aber trotzdem haben wir es für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut gemacht. Also ich muss über die ganze 90 Minuten meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Die haben gefeiert, die haben gekämpft. Die wollten unbedingt hier was mitnehmen in so einem Spitzenspiel. Und mit dem 2-2, was von unserer Seite aus eigentlich gerecht ist, wenn man die erste und die zweite Halbzeit so Revue passieren lässt, bin ich da sehr zufrieden. Und ich gönne es meiner Mannschaft, dass man Punkte mitnimmt.